Und müssen jetzt nochmal zu der Ollen. Hä? Begleiterladen ansehen. Haben wir doch schon gemacht. Haben wir doch schon längst abgeschlossen. Heinz, du bist immer noch bei mir, ne? Ja, sehr gut. So, dann gucken wir uns den Laden nochmal an. Ja, haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Belohnung abholen. Die Frage ist nur, wo hole ich meine Belohnung ab? Ach, hier ist die Belohnung. Ah, sehr schön. Schatztruhe. Verstärkter Runenstein. Ja, das nehme ich natürlich mal an. Ziel erfüllt. So, Belohnung abholen abgeschlossen. Damit haben wir jetzt einen Heiler in unserer... unter unseren Fittichen. Das Problem ist nur, dass der Heiler natürlich... dass Heinz der Heiler Level 1 ist. Ich kann den Heinz ja noch umbenennen übrigens. Also, wenn ihr bessere Namen habt... dann gerne her damit, ruhig in die Kommentare schreiben, aber bitte keine albernen Namen, ne? Also nicht irgendwie Pissflitsche oder Gesichtserker oder sowas. Bitte schon, muss schon ein bisschen rollenspielgerecht sein. Hm. So. Ich folge mal dem Weg. Wir machen jetzt zu Feldwebel Nox zurückkehren. Pflege und Fütterung. Bei dem waren wir noch schon. Der hatte doch keine Folgequest für uns. Was machen wir denn jetzt wieder bei dem? Wird mal wieder Zeit, dass es weitergeht. So, abgeschlossen. Da ihr jetzt einen Gefährten habt, werdet ihr sicher auch schwierige Aufgaben meistern können. Und wie es der Zufall will, habe ich auch gleich welche für euch. Na, dann wollen wir mal... Quest abgeschlossen! Und jetzt kriegen wir weitere Quests. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe, natürlich. Einen Scheiß kriegen wir an weiteren Quests. Wir kriegen weitere Quests, wenn wir höherlevelig sind, wie es aussieht. Der will uns einfach nicht, weil wir zu lushy sind bisher noch. Komisch, haben wir echt zu wenig Level dafür, dass wir jetzt die Quests schon alle absolviert haben? Die Gilde will ich nicht registrieren. Oder will ich eine Gilde registrieren? Was sind die Vorteile? Ich meine, wenn es keine Nachteile gibt. Die kostet bestimmt irgendwie täglich oder monatlich oder sowas. Neue Gilde, also Ingame-Währung. Zum Gründen einer Gilde müssen Sie eine vollständige Spielergruppe haben, die nicht bereits in einer Gilde auf derselben Karte ist. Dazu kann jedes Gruppenmitglied mit dem Gildenkontakt sprechen. Anschließend wird die gesamte Gruppe in die Gilde aufgenommen. Schade. Ich wollte nämlich gerade eine Gilde namens Bartbrüder gründen, aber Heinz hat leider noch keinen Bartwuchs. Deswegen geht das nicht. So, dann machen wir jetzt was? Gehen Sie zu The Linkletter Residence. Turbulente Zeiten. Orks zurücktreiben. Ereignis Ork-Überfall abschließen. Schmerz zurückzahlen. Naja, gut, ich werde erstmal... zur Linkletter Residence gehen. Mal gucken, was da auf uns wartet. Wo ist die denn? Turmviertel? Blacklake-Viertel? Linkletter Residence? Hallo? Wo ist die denn? Zum Reisen klicken, aber ich habe doch keine Quests offen. Ach da. Nee. Befinden sich hier? Befinden sich hier. Neverdeath. Abgrund. Hä? Ich kann ja überall hinreisen, aber das will ich noch gar nicht. Turmviertel kann ich hin und dann... Ach komm, dann reise ich erstmal ins Turmviertel. Da habe ich, glaube ich, noch irgendwas mit diesem Ork-Angriff. Aber wieso... Hä? Linkletter Residence? Verstehe ich nicht ganz. Ach, wir scheinen auch richtig zu sein. Ah ne, jetzt gehen wir zum Merchant Guild Hall. Und dann müssen wir noch den eigenen Ork-Überfall abschließen eigentlich. Weißt du was? Ich glaube, ich mache... Kann ich das hier nicht irgendwie... So. Mache ich das erstmal. Ereignis Ork-Überfall abschließend. Aber wo ist das Ereignis? Ich... So, Orks zurücktreiben. Führen dieses Ereignis Ork-Überfall durch. Der Orks vom Stamm der Vielfalle versuchen, das Lager von der...
Werft euch mit mir in die Schlacht, um diese Bedrohung abzuwehren. Beim nächsten Ork-Überfall wird zu den Waffen gerufen werden. Schließt euch diesem Aufruf an und ihr werdet auf das Schlachtfeld gebracht. Wo kann ich mich dann da anschließen? Berufe, Gefechte, Arena, PvP. Ich guck mal ganz kurz, kann ich da draufklicken? Rohastral-Diamanten. Sometimes are more dire than others. Gather your party and fend off the many evils that would do never winter harm and earn enough. Rohastral-Diamanten. Erinnerung setzen. Okay, was hat das mit Berufe auf sich? Bonusbelohnung bei jedem Fertigkeitsknoten. Vaukin lacht aus dem Land herab. Mindestens eine Berufsressource garantiert. Begeben Sie sich in die Welt und erhalten Sie Ihre Belohnung. Ich bin da noch ein bisschen außen vor, Freunde. Search for Relics, der Redkampf. Haben wir nicht hier bei ihm noch dieses Search for Relics, was wir annehmen können? So, nehmen wir mal an gerade. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man da hinkommt, da kann man aufs Schlachtfeld. So, mal gucken, was sie taugt, ob die heilen kann. Unsere Gefährtin Heinz. So. Ich suche jetzt halt nach Relikten, ne? Ich suche jetzt nicht nach irgendwas, sondern tatsächlich ausnahmsweise mal nach Reliktsuche. Ich glaube, das macht sonst keiner. Ich mache das nur für die Quest. Ich glaube, die Leute, die da gewinnen, die haben eher zufällig ein Relikt gefunden und haben es aufgehoben, unwissend. Ach, komm. Huch. Ach, der ist schon tot. Verdammt. Geld, Geld, ich brauche ja Geld. Weißt du doch, hast du nicht vergessen, ich brauche 2 Gold. Ein altes, verwittertes Buch. Auf Wiedersehen. Ach, hier haben wir noch die andere Quest bekommen. Ich erinnere mich. Hier ist der andere Zwerg. Ich erinnere mich, wir waren hier doch schon. Eigentlich suche ich aber nur nach Relikten. Was haben wir denn da? Auf jeden Fall kein Relikt. So, hier sonst nichts. Nee. Interaction interrupted. Ich werde tatsächlich geheilt. Das ist ja ein Traum. So gefällt mir das. Ach. Thank you.
So. Nehmen wir natürlich alles mit. Ich wollte eigentlich ein Relikt finden, aber leider. So. Wo könnte sich hier eins verstecken? Ich weiß noch in dieser einen Gasse, wo wir drin waren. Ich weiß noch nicht mal, wie da man hinkommt. Wo geht's denn hier hin? Gildenhalle. Nö, will ich nicht betreten. Ja, ja, reg dich mal wieder ab, Kollege. So, da ist noch Jolt, aber hier geht's, glaube ich, da geht's nicht rein. Ich liebe es. Wo war denn dieses andere Gässchen? Ich weiß, da war zumindest vorher ein Relikt, aber das... Ich glaube, die spawnen bestimmt random. Hier war das. Hier ist aber ganz schön viel los. Ach, jetzt die lauft. Ach, die. Hier kommt man auch lang. Der Z ist doch da vorhin schon rumgelaufen. Außer Sicht? Ich stehe genau davor. Wieso ist das außer Sicht? Hier ist der tote Kurier. Wo war denn diese Geheimtür hier? Hier war doch irgendwo diese Geheimtür. Ah. Oh. Auch. Ach, halt die Fresse. So, und hier war doch eigentlich... Mist, hier hinten war nämlich irgendwo ein Relikt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Da haben wir das doch zuerst gefunden, weißt du noch? Aber ich glaube, das ist... Die spawnen wirklich sehr random. So, nehmen wir alles mal mit. Aber schön hier hinter, also kann man nicht anders sagen. Huch. Und so geheim ist der Gang ja jetzt auch nicht.